Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, heute haben wieder zwei Fundkätzchen ihre Vorstellung. Das erste Kätzchen, das schwarz-weiße Katzenmädchen, wurde am 26. Oktober zur Arche Noah gebracht, weil es Spaziergängen im Gotha Park seit 3 Tagen aufgefallen war. Die Katze wird auf ungefähr 2 Jahre geschätzt. Sie hat einen Chip, der aber leider nicht bei einem Tierregister eingetragen wurde. Deshalb kann nicht festgestellt werden, wem sie gehört. Dass sie aber einen Chip hat, lässt hoffen, dass es auch ein Zuhause gibt und sie vielleicht schon vermisst wird. Die Mieze sitzt nämlich sehr ängstlich und traurig in ihrem Quarantänekäfig und hofft auf Befreiung. Außerdem gibt es ein weiteres schwarz-weißes Kätzchen, das wahrscheinlich noch in jugendlichem Alter ist. Es lief auf einem Kaufhallenparkplatz in der Gotha-Schubertstraße weinend Kunden hinterher. Auf ihrem Rücken hatte die Katze Spuren von Motoröl. Tierheimleiterin Katrin Mattes könnte sich vorstellen, dass sie es sich unter einer Motorhaube bequem gemacht hatte und unbeabsichtigt mit zur Kaufhalle fuhr, wo sie verschreckt zurückblieb. Sie ist sehr aufgeschlossen und menschenbezogen. Auch sie wurde am 26. Oktober zur Arche Noah gebracht. Es könnte durchaus sein, dass sie zu Hause weiter weg ist. Vielleicht wird sie ja auch von Nachbarn oder Bekannten der Besitzer erkannt. Sollten sich für die zwei Süßen keine Besitzer melden, dann suchen sie natürlich schnell neue Reviere. Beide sind sehr umgänglich, an Menschenhände gewöhnt und genießen es, gestreichelt zu werden.